Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu unserem nachgeholten Talk mit Vupana Mudimu. Wir haben Feminism What the Fuck, den Film, vorletzte Woche in Essen gezeigt. Und Vupana, du bist leider ausgefallen und jetzt bist du wieder fit. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute den Talk nachholen können. Herzlich willkommen an dich nach Aachen. Ja? Genau. Genau. Schön, dass das klappt. Wir kommen gleich ein bisschen ins Gespräch zu dem Film. Den schauen wir jetzt nicht nochmal zusammen, sondern tauschen uns auch aus. Ihr könnt gerne Fragen in den Chat stellen oder wir sind eine kleine Runde auch euch melden. Vielleicht einmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Dihia. Ich benutze die Pronomen Sie und Ihr und ich bin Bildungsreferentin bei der FUMA, Fachstelle Gender und Diversität in NRW. In Essen sitzen wir und wir bieten ja Workshops, Qualifizierungsangebote für pädagogische Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe an. Genau, und dieses Jahr war unser Fokus auf dem Thema Antifeminismus. Wir haben jedes Jahr ein Fokusthema und wir hatten das Gefühl, der Film passt ganz gut, aber das reicht nicht allein, den Film irgendwie zu schauen, sondern wir wollen auch darüber ins Gespräch kommen. Über den Film, über Antifeminismus mit Fachkräften, mit Menschen, die da was zu sagen haben und Vupana, du gehörst zu diesen Menschen. Ich würde gerne dir jetzt das Wort einmal übergeben, dass du dich vorstellst. Das können Menschen immer selbst am besten. Wer bist du? Was machst du? Genau, ich gebe einmal Ja. sozusagen an dich weiter. Danke dir. Ja, schön, dass ich heute da sein kann. Ich war total traurig, dass das beim Screening nicht geklappt hat. Ich muss auch vorab sagen, durch diesen Infekt, den ich ja über Wochen irgendwie mit mir rumgetragen habe, habe ich gerade noch so leichte Probleme mit meinem Atemorgane, also falls ich irgendwie öfters als gewöhnlich mal Wasser trinken muss oder irgendwie einen Schluck Tee nehme, hoffentlich irritiere ich euch nicht damit. Genau, das ist gerade noch so Teil meines Heilungsprozesses. Ansonsten zu meiner Person, ich finde es tatsächlich manchmal doch ein bisschen schwierig, das so in Kürze zu machen, aber ich versuche es jetzt mal am besten. Also mein Name ist Emilène Bopana-Mudimu. Ich komme eigentlich aus Köln, bin aber in Aachen und das hat eigentlich einen sehr guten Grund, weil ich hier gemeinsam mit meinem Partner ein Jugend- und Medienzentrum leite. Also genau, ein selbstgeführtes Jugend- und Medienzentrum, was sich King's Corner nennt. Und wir haben einen großen Fokus auf dem Thema Hip-Hop-Pädagogik. Das heißt, alles, was wir an Aktivitäten machen, sowohl im Vormittagsbereich mit den Schulklassen als auch im Nachmittagsbereich mit dem ganz klassischen offene Tür-Prinzip, dreht sich im Großen und Ganzen um Hip-Hop. Wir haben Angebote zum Thema Hip-Hop-Tanzen, zu Graffiti-Malerei, zur Musikproduktion, einen sehr großen Bereich auch, wo wir selber Musik schreiben, produzieren, aufnehmen und so weiter. Und daneben auch einen Zweig, der sich mit Antirassismus und diskriminierungssensiblen Bildungsarbeit beschäftigt. Ne, so ganz das, was man halt kennt, wenn Schulklassen zum Beispiel kommen und sagen, wir wollen irgendwie einen Projekttag machen. Was können wir zu dem Thema machen? Leider auch oft zu spät auch ganz konkrete Fälle, wo Menschen dann beispielsweise schon Rassismuserfahrungen im Schulkontext gemacht haben, wo teilweise auch gewaltsame Dinge passieren und wo dann seitens der Schulen oder Lehrkräfte oder ne, Menschen in dieses System dann erwartet werden, dass diese sehr komplexen Erfahrungen und Geschehnisse dann ja am besten irgendwie in Form von einem Workshop
dann aufgelöst werden, wo wir halt immer wieder in der Praxis sagen, das reicht einfach nicht, ne? Also egal, wie sehr Leute vielleicht auch motiviert sind, und da sind Lehrkräfte ja auch sehr unterschiedlich aufgestellt, Dinge auch aufzufangen, braucht es einfach eine kontinuierliche Begleitung von solchen Prozessen. Und das machen wir zum Teil eben auch. Aber genau, vielleicht können wir da auch später nochmal drauf zurückkommen, dass es einfach gerade auch im Kontext von Schule oder Arbeit auch mit jungen Menschen einfach strukturell sehr, sehr schwierig ist, diese Prozesse dann auch gut und langwierig zu begleiten. Genau. Und ja, daneben mache ich halt super viel auch freiberuflich. Schreibe sehr viel, habe auch in unterschiedlichen Sammelbändern zum Beispiel Texte publiziert. Letztes Jahr das erste Mal ein Kinderbuch, also ein Bilderbuch übersetzt auch. Genau, und hatte ja dann auch die Ehre, bei eurem Fachtag auch zum Antifeminismus auch ein Spoken Word von mir zu teilen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr große Leidenschaft, die ich im Schreiben finde und ja, die ich auch einfach nutze, um Erfahrungen auch zu verarbeiten auf dem gewisse Art und Weise, genau. Danke. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also das, was Ja. du beruflich machst und was jetzt zum Beispiel Schreiben, was das für dich bedeutet, um Erfahrungen zu verarbeiten. Der Film Feminism What the Fuck ist ja auch eine Art und Weise, sich einem Thema zu nähern, dem Thema Feminismus. Und wir können uns diesem Thema ja unterschiedlich nähern. Jetzt, hier hat jetzt eine Person gesagt, ich mache einen Film zu diesem Thema. Und mich würde interessieren, wie bist du Teil des Films geworden? Aber tatsächlich noch ein bisschen konkreter, und zwar, wie wurdest du angesprochen, warum du Teil des Films werden sollst? Vielleicht weißt du, worauf ich ein bisschen hinaus möchte. Das fände ich spannend zu Ja, wissen. absolut. Also zum Hintergrund, die Dreharbeiten, also zumindest auch meine Dreharbeiten, die waren ja dann auch ein bisschen verteilt, weil 2021 gab es ja dann noch die Corona-Maßnahmen. Das heißt, der Film ist während Corona entstanden. Und ich glaube, die Art und Weise der Kontaktaufnahme und Kommunikation hat einfach viel mit diesen Umständen zu tun. Also wir wurden angeschrieben per E-Mail, damals auch von Katharina Mückstein, die Regisseurin, die dann sehr ausführlich erklärt hat, was sie vorhat mit dem Film, welche Perspektiven sie gerne im Film hätte, dass sie sich, während wir auch schon konkrete, also während sie mit uns konkret auch die Settings und so weiter besprochen hat, immer sich auch selber noch im Prozess befand, tatsächlich zu schauen, was brauchen wir für den Film noch, wie wollen wir es darstellen und so weiter. Also wir wurden auch relativ gut für mein Empfinden mitgenommen in die ganzen Prozesse, die damit einverbunden waren. Genau, und hatten dann genau das Thema darüber, dass sie halt möglichst viele Perspektiven abbilden möchte und dass sie halt ein Team hatte, die sich dann halt damit auch beschäftigt haben, einfach, wer sind Menschen, die zu diesem Thema arbeiten, vielleicht auch auf Social Media viel machen. Also ich glaube gerade auch das Thema Social Media und die Sichtbarkeit auf Social Media war damals auch sehr, sehr, sehr wichtig für den Prozess, weil, und das ist auch etwas, wo muss, da bin ich sehr ehrlich mit mir selber, es natürlich ein bestimmtes, gerade 2021 ein großes Interesse an Black Lives Matter gab, an dem Thema schwarzen Feminismus, intersektionaler Feminismus und neben mir auch viele andere schwarze Aktivistinnen es gab, die ja zu diesem Zeitpunkt ein riesengroßes
ja, so einen richtig großen Schub einfach erfahren haben. Also gefühlt von heute auf morgen waren es dann irgendwie 10, 15.000 FollowerInnen mehr so. Und ich glaube gerade auch dann, wenn Corona bedingt hat, dass so diese persönlichen Begegnungen gar nicht stattfinden konnten, dass das auf jeden Fall ein großer Faktor war und mein Account da eben auch relativ sichtbar war mit diesen Themen auch. Genau, und wir aber unabhängig davon, was ich, was so im Internet und auf Social Media von meiner Arbeit sichtbar war, wir uns in den einzelnen Gesprächen und deine Vorbereitungen nochmal ganz spezifisch damit auseinandergesetzt haben, was wären Themen, auf die ich auch Lust hätte, drüber zu reden. Da war auf jeden Fall intersektionaler Feminismus für mich zu dem Zeitpunkt sehr wichtig, auch weil ich es sehr, also nicht nur aus meiner eigenen Positionierung als schwarze Frau, aber auch, weil ich es sehr spannend fand zu sehen, wenn wir über Feminismus im deutschen Kontext sprechen, welche Menschen sind halt sichtbar und welche nicht. Und eine Tatsache ist halt, dass viele Menschen, die beispielsweise schwarz sind, die mehrgewichtig sind, die darker skinned sind, nicht dieselbe Sichtbarkeit und Hörbarkeit bekommen für die Themen, ne? Wir haben einen sehr großen oder sehr großes Interesse in Deutschland, auch weißen Feminismus in irgendeiner Art und Weise irgendwie zu pushen, gerade wenn es um die Verbindung auch zu Popfeminismus geht. Genau, und das war mir dann schon auch einfach ein Anliegen zu sagen, ich möchte gerne darüber reden und dass es einfach auch ein Ungleichgewicht gibt in einer Bewegung, in der wir uns eigentlich alle als sehr inklusiv irgendwie verstehen so. Ja, danke schon mal so ein bisschen für diese Einordnung. Wir haben ja auch in dem, als wir den Film gezeigt haben, ein Publikumsgespräch auch gehabt mit Christoph May von Detox Masculinity, der in dem Film als, soweit ich das gelesen habe und verstanden habe, als weißer Cis-Mann spricht. Und ich habe ähnliche Fragen gestellt, weil tatsächlich, naja, du hast mir natürlich da gefehlt, aber trotzdem interessieren mich ähnliche Sachen. Die Frage war auch, wie bist du in den Film gekommen, Christoph? Und auch da, so, wer war denn sichtbar? Also, wer hat sozusagen bei der Vorbereitung des Films, ne, bei der Recherche, und du sagst gerade, Social Media war da eine große, ja, hat da eine große Rolle gespielt. Und Christoph sagte auch, ja, es gibt doch gar nicht so viele Männer, die zu diesem Thema was machen in Deutschland. Jetzt gerade vielleicht mehr, aber damals, als ich kontaktiert wurde und als so die Recherche war, war das noch weniger. Und ich will das gar nicht sozusagen als falsch darstellen oder so, aber ich habe mich trotzdem gefragt dabei, weil mir schon auch noch ein paar andere Menschen eingefallen sind, tatsächlich die Frage, wen finden wir denn, wenn wir über Feminismus was lernen möchten, jetzt, in diesem Moment, wenn ich sage, hey, was ist das denn, Feminism? What the fuck? Ich mache eine Google-Recherche. Also, was muss ich eintippen, um wen zu finden, sozusagen? Und wie beeinflusst das dann auch meine Wahrnehmung davon, wer an diesem Thema interessiert ist? Wer zu diesem Thema relevantes Wissen hat, was mir helfen könnte. Und jetzt im Kontext FUMA, wir haben ja vor allem pädagogische Fachkräfte als Zielgruppe. Was für ein Signal sendet das sozusagen für Fachkräfte, die mit jungen Menschen arbeiten, die gucken, was kann ich für Vorbilder entdecken, die ich den jungen Menschen präsentieren könnte, zum Beispiel. So. Und da ja, da stecke ich noch so ein bisschen bei dieser Frage, ne? Du hattest es auch gesagt, wir haben unterschiedliche Menschen, die dazu arbeiten. Natasha R. Kelly, da haben wir bei dem Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, so ein bisschen die Frage, wer ist sichtbar? Und
Und wie kann vielleicht diese Sichtbarkeit auch genutzt werden, um andere Sichtbarkeiten zu schaffen oder darauf auch hinzuweisen, dass es toll, ne, das ist toll, dass ihr mich anfragt. Und danke für die Wertschätzung meiner Expertise. Ganz wichtig ist aber, dass das und das und das an Expertise auch hier nicht fehlt. Genau, ich sehe, du nickst. Vielleicht, ja, da resoniert ja direkt was bei dir. Ja, absolut. Ich glaube, bei dieser Frage müssen wir noch einen Schritt vorher anfangen, ne? Also die Frage von, wer macht diese Recherchen? Weil es natürlich einen großen Unterschied macht, wenn ein Team zum Beispiel in der Recherche überwiegend weiß positioniert ist, wird es ein anderes Interesse geben vielleicht, eine andere Schwerpunkte, auf die man einfach guckt. Und es macht auch einen großen Unterschied, wenn ein Team in der Recherche wirklich divers aufgestellt ist und sich auch noch mal gegenseitig checken kann, inwiefern bestimmte Menschen, die wir dann für Formate anfragen, dann auch entsprechend repräsentieren. So. Das ist natürlich auch, also ich weiß auf jeden Fall, dass das Team in der Art und Weise nicht divers aufgestellt war, das Rechercheteam. Und ich glaube, das macht was aus. Und das ist auch wichtig, auch finde ich nochmal im Nachgang, wenn man sich den Film nochmal anschaut und sich bestimmte Strukturen anschaut und sich auch die Frage stellt, wie kann so eine Ausstellung passieren? Und ich glaube auch, dass, und das führt mich vielleicht auch zu der Frage zurück, oder auch zu diesem Gedanken, dass wir gerade auf Social Media Inhalte unterschiedlich zugänglich machen, auch für die weiße Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, manchmal gibt es Menschen, die inhaltlich, und da würde ich sagen, es gibt super viele, gerade auch schwarze Frauen, die inhaltlich viel tiefgründigere Auseinandersetzungen mit dem Thema Feminismus haben, die aber in vielleicht ihren Ansätzen oder vielleicht auch in ihrer Radikalität, und das meine ich nicht abschätzen, sondern sehr, sehr wertschätzen, Inhalte ganz anders übermitteln oder auch eine ganz andere Zielgruppe haben für ihre Inhalte als ich zum Beispiel. Und ich kann von mir zum Beispiel sagen, dass vor 3 Jahren definitiv die Inhalte, die ich aus Social Media nochmal geteilt habe, viel zugänglicher waren für ein weißes Publikum. Und viel mehr auch daran orientiert. Und dass ich auch merke, dass die letzten 3 Jahre sehr viel gemacht haben in der Form von einem Swift, wo ich einfach gemerkt habe, ich möchte keine Aufklärungsarbeit mehr in dieser Form machen, sondern viel mehr Inhalte, die wirklich auch Menschen aus meinen Communities mehr bestärken. Ich würde nicht sagen, dass ich das vorher nicht gemacht habe, aber der Fokus war ein anderer. Und ich glaube, dass gerade diese Zugänglichkeiten von Inhalten natürlich auch entsprechend dann anspricht und Menschen dann eher auch sagen, ja, das wäre vielleicht die passende Protagonistin für unseren Film. Und gleichzeitig, und da würde ich dir auch zustimmen, ist es natürlich auch schwierig, weil solche Dynamiken dazu führen, dass halt Menschen, die eigentlich wirklich zum Teil revolutionäre Arbeit eigentlich machen oder Arbeit auch, die schon seit Jahrzehnten dafür führt, dass andere Menschen Wissen sich aneignen können, dass andere Menschen Räume schaffen können und so weiter, dadurch halt nicht sichtbar sind. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, und jetzt kann ich nur vom deutschen Kontext sprechen, weil ich mich in dem Kontext bewege, definitiv ein Problem. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn wir die Strukturen, diese Gesellschaft uns
in der wir funktionieren müssen und in der wir auch überleben müssen, uns näher immer betrachten und uns damit auseinandersetzen, dann führen die ja auch zum Teil dazu, dass man vielleicht an bestimmten Stellen nicht so solidarisch ist mit anderen Menschen, ne? Dass man vielleicht an bestimmten Stellen sagt, so, ja, eigentlich wäre vielleicht die Person besser geeignet, aber wir sind im Kapitalismus und ich entscheide mich dafür, jetzt doch eine Stelle zu besetzen, die vielleicht jemand anderes viel besser besetzen könnte, so, ne? Also auch, dass all diese Strukturen dahinter, glaube ich, oft nicht vergessen werden dürfen und gleichzeitig halt es irgendwie sehr, sehr schwierig ist, weil ich glaube, dass gerade solidarische Bündnisse mehr dazu führen würden, dass mehr Menschen repräsentiert werden im Mainstream, dass viel mehr Perspektiven gesehen werden könnten und so weiter. Und genau, ich manchmal den Eindruck habe, das System, in dem wir uns bewegen, möchte das eigentlich gar nicht. Und das ist eigentlich total, ja, das ist zum Teil an uns irgendwie hängt, auch als Menschen, die sich so in aktivistischen, politischen Bildungskontexten auch bewegen, das zum Stück weit zu dekonstruieren und irgendwie trotzdem zu sagen, wir versuchen gut solidarisch miteinander irgendwie zu sein. Ich habe jetzt so die ganze Zeit den Begriff irgendwie auch Dilemma im Kopf, weil als ich dir gerade zugehört habe, habe ich so gedacht, ja, das ist ein Dilemma, wenn ich auch merke, wir sind immer noch in einem kapitalistischen System und dieses kapitalistische System hat ein sehr großes Interesse daran, dass wir die Konstrukte Gender und Race aufrechterhalten und Class, das ist ganz wichtig für den Kapitalismus. Und in diesem System wird dann entschieden, eben, wer wird besetzt, welche Stelle wird mit wem besetzt, welche Bühne wird für wen eröffnet, wer kann wo sprechen. Häufig wird ja auch gesagt, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Zum Beispiel, hab Geduld, es ist ein Prozess. Und dieses Dilemma in, ja, das ist ein Prozess, wir wissen das. Also es wurde mühselig aufgebaut und es dauert natürlich, bis wir das abbauen. Aber was machen wir dazwischen? Und wie könnte das aussehen? Und was können wir vielleicht auch überhaupt für Ansprüche haben? Ja, ich denke jetzt gerade an einen Kritikpunkt, den ich zu dem Film aus dem Publikumsgespräch sozusagen heute mitgebracht habe. Der Film ist hochschwellig zum Beispiel. Ja, es gab, das war eine Rückmeldung. Mensch, wer hat denn jetzt Zugang zu diesem Film? So. Und ich habe sehr schnell, als diese Frage kam, auch gedacht, ja, das stimmt, ne? Also ich war sehr schnell bei, wer geht denn ins Kino? Wer hat sozusagen das Privileg, in seiner Freizeit zu sagen, ja, ich gebe mir so ein, gib mir mal einen politischen Film oder brauche vielleicht einfach ganz leicht Unterhaltung, so. Und dann gleichzeitig die Frage, aber was muss der Film leisten können, wenn wir ihn als vielleicht ein Puzzleteil uns anschauen? So das als eine Sache. Und als andere Sache, als pädagogische Fachkraft, gibt es ja viele Materialien, die ich nutzen kann, bei denen ich vielleicht auch denke, oh, ist schwierig. Ich weiß gar nicht, ob die das alle schon verstehen, zum Beispiel, sind die Begriffe bekannt? Dann ist es aber ja an mir als Fachkraft zu gucken, was mache ich damit? Verzichte ich darauf? Entscheide ich für meine Zielgruppe, dass sie diesen Zugang nicht bekommt, obwohl ich den vielleicht ermöglichen könnte? Oder, und da wäre meine Frage an dich, vielleicht hat das was, also hat das was mit Mut zu tun? Vielleicht zu sagen, wir machen das jetzt doch. Große Frage. Also ich würde vielleicht erstmal auf den ersten Teil mich beziehen. Und ich finde es halt spannend, weil die Publikumsgespräche sind alle mal sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, ich war jetzt bei 4 oder 5 und alle hatten immer einen sehr unterschiedlichen
Fokus, also die Gespräche hatten einen unterschiedlichen Fokus und das Publikum war immer sehr unterschiedlich aufgestellt. Und die Kritik von, dass der Film nicht niederschwellig genug ist, auch in Bezug zum Beispiel von Begrifflichkeiten, in Bezug auf Sprache, wer versteht überhaupt die Sprache, die in einem Film gesprochen wird, kam spannenderweise immer von den Menschen, die sich sowieso schon in akademischen Diskursen befanden. Und da stellt sich ja auch die Frage, wieso nehmen wir uns als Menschen, die eh sowieso Zugang dazu haben, raus zu bewerten, ob andere Menschen, die halt anderen Habitus haben, andere Bildungszugänge haben und so weiter, das nicht verstehen könnten so. Und woher kommt auch ja dieser, ich würde es nicht Widerstand nennen, sondern eher vielleicht Drang, das so zu fokussieren und vor allem auch zu zentrieren. Und meistens ist es ja so, obwohl die sehr unterschiedlich waren, die Publikums, dass meistens irgendwie Menschen aus demselben Habitus irgendwie dann dort waren. Und es ja eigentlich an Stimmen fehlt, die das dann entsprechend auch einfach widerspiegeln können, ob die Zugänglichkeit gegeben ist oder nicht. Ne, das ist eine Tatsache. Und natürlich müssen wir uns strukturell anschauen. Und deswegen würde ich nicht ganz ausklammern, dass Kinobesuche natürlich etwas damit zu tun haben, welche finanziellen Mittel wir haben, ob wir beispielsweise in Schichtdienst arbeiten oder nicht, ob wir Kinder zu Hause haben, die wir betreuen müssen oder nicht. Also es gibt ja einfach viele, sage ich mal, Umstände, die dazu führen, dass eben diese, ja, die Menschen, die im Publikum eben, die da waren, auf eine bestimmte Art und Weise zusammengestellt sind. Ich würde aber sagen, und da komme ich halt zu dem Thema, pädagogische Praxis, dass der Film, trotzdem und vielleicht auch gerade wegen dieser Kontroversen, die es dann gibt oder auch mit dieser konkreten Fragestellung, wie zugänglich er ist, auch anderen Zielgruppen auf jeden Fall gezeigt werden kann. So, ne? Also ich glaube auch, dass unterschiedliche Zielgruppen sich vielleicht dann auch einfach auf unterschiedliche Perspektiven einigen, konzentrieren, für sich annehmen. Ne? Ich muss auch sagen, damals, als ich gesprochen habe zu den Inhalten, das sind, also die Inhalte würde ich auf die Art und Weise vielleicht auch nicht mehr so zentrieren, wie sie jetzt sind. Oder dadurch, dass ich den ja sehr oft gesehen habe, merke ich bei mir persönlich auch, dass ich mich immer wieder mit ganz anderen Punkten auseinandersetze. Und die haben ja auch viel damit zu tun, dass ich mich mittlerweile einfach in einer anderen Lebensrealität auch befinde und es eben super wichtig ist, dann den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Zugang zu einem Film zu finden. Und selbst wenn es dann so ist, dass bei der Auseinandersetzung mit dem Film sich dann herausstellt, dass vielleicht wirklich die Zugänglichkeit nicht gegeben ist, dann ist das auch ein Lernprozess für Gruppen. Dann ist es ein Lernprozess dafür, dass wir mit bestimmten Dingen in Verhandlung gehen können, ne? Ich finde auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass nur weil wir als PädagogInnen zum Beispiel einen Film sehr wertvoll finden und gerne mit unseren Jugendgruppen, Klientinnen, wen auch immer das teilen wollen, heißt es ja nicht, dass dieser Film irgendwie unfehlbar ist oder
vollständig in Perspektiven und so. Und auch gerade das kann ja auch genutzt werden, um Diskussionen und Diskurse anzustoßen. Und wenn wir aber von vornherein sagen, so ja, der Film ist zu hochschwellig für junge Leute, der Film ist zu hochschwellig für ArbeiterInnen, der Film ist für hochschwellig für diesen und den, dann glaube ich, verhindern wir eine ja, vielleicht eine Auseinandersetzung, Diskurs, der möglich wäre, wenn wir da auch offen wären. Und ich glaube, da müssen wir auch, und jetzt spreche ich als wir als PädagogInnen, nicht unbedingt mutiger sein, aber ich glaube, mehr so in Selbstreflexion mit uns gehen und damit gehen, wie wir unsere Arbeit verstehen und inwiefern wir auch dem Menschen, mit dem wir arbeiten, auch zutrauen, dass sie einen Zugang zu so einem Film auch irgendwie finden, so. Und ich würde immer dafür plädieren, es auf jeden Fall zu versuchen, ja. Danke. Ich habe auch häufiger bei uns in Workshops so, das haben wir Diskussionen auch darüber, wenn gesagt wird, das können wir noch nicht machen, die Zielgruppe ist noch nicht so weit, etc. Oder zu sagen, der Film ist nichts für unsere Zielgruppe, wir können ihn nicht zeigen. Zu sagen, was für Gespräche führen wir dann nicht? Wenn wir diesen angenommen, wir zeigen den Film jetzt nicht, aus den und den Gründen. Das bedeutet auch, wir haben nicht den Moment, der ein Moment als Beziehungsangebot ist, in dem wir sagen können, ah, okay, du fandest den Film langweilig. Was war langweilig? Oder du fandest, die Wörter, die benutzt wurden, die waren, da wurde so viel schwierige Wörter benutzt, man hätte das leichter erklären können. Hast du irgendwas, wo du das schon mal gesehen hast? Zeig mir das. Gibt es einen TikTok-Account, der was Ähnliches behandelt, den ich noch nicht kenne? Kannst du mir den zeigen? Also, und Dinge nicht zu tun aus dieser pädagogischen Entscheidung, auch dieser Machtposition, das mache ich jetzt nicht, bedeutet auch, ich verpasse diese Gespräche. Und das finde ich spannend, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, die Gespräche, die Voll. wir da nicht führen können. Ja, und gerade auch, weil ja, ich muss gerade an euer Fokusthema Antifeminismus denken. Es gibt ja viele Diskurse, die gerade stattfinden, die ja einfach in Bezug auf Feminismus sehr gefährdend sind, die Feminismus an den Rand unserer Gesellschaft irgendwie verdrängen wollen, die Feminismus als vermeintliche Gefahr für unsere Gesellschaft irgendwie ansehen. Und gerade deswegen, und viele Jugendliche konsumieren ja auch auf eine bestimmte Art und Weise dann Podcasts, wo toxische Männlichkeit irgendwie ausgelebt wird, ne? Wo Feminismus als etwas dargestellt wird, was die Gesellschaft nicht braucht. Und ich glaube, gerade für solche Strukturen, die stattfinden, ist es wichtig, andere Zugänge zu finden, als die, die wir als richtig bewerten oder irgendwie als richtig sehen, um einfach auch das Gespräch dazu nicht zu verlieren auch, ne? Also gerade mit jungen Menschen, und Antifeminismus geht ja auch sehr stark damit einher, dass gerade auch Strömungen gibt, die mit rechtsradikalen Ideologien irgendwie einhergehen. Also all diese Dinge sind irgendwie verbunden. Und wenn aber die Möglichkeit da ist, durch so einen Film, und sei es wirklich, dass der Film dann letztendlich von meiner jugendlichen Zielgruppe einfach nur zerlegt wird oder kritisiert wird, aber es ist ein Ansatzpunkt, den wir nutzen können, um einfach Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und ich glaube, unsere Verantwortung ist gerade als PädagogInnen, so unser
Mögliches irgendwie zu tun, dass wir Menschen nicht an so demokratiegefährdende Diskurse verlieren, so, ne? Und auch in diesen Prozessen verstehen, dass wir unsere Ansätze und unsere Ansichten auch noch mal vielleicht sogar dekonstruieren müssen, um dieses Ziel oder dieses übergeordnete Ziel zu erreichen. Ich denke jetzt gerade an einige Dinge, die du im Film auch gesagt hast und die auch Maisha Aumer gesagt hat, darüber eben, wer kann sprechen, welche Körper be bewegen sich in Räumen und auch welche erwarteten Annahmen über diese Körper gibt es. Also Maisha sagt in dem Film auch, bevor ich in einen Raum komme, ist schon Wissen über meinen Körper in dem Raum. Bevor ich in dem Raum bin und jetzt, was du gerade ansprichst, wenn wir gucken auf Social Media, wenn das als Raum gesehen, aber dann die Abwesenheit von demokratiefördernden Inhalten, von Auseinandersetzungen, das, was du gerade beschreibst, das führt eben auch dazu, dass das, was als relevant für junge Menschen gesehen wird, eben das ist, was mit einer hohen Sichtbarkeit einhergeht. Und wir wissen, die Social Media Strategien von rechten Gruppierungen sind sehr ausgeklügelt. Absolut. Und ich meine, wir können hier natürlich schauen, wer hat auch Ressourcen im sozialen Bereich, eine ähnlich ausgeklügelte Social Media Strategie sich zu überlegen, um dagegen zu halten. Aber dein Hinweis zu sagen, wir dürfen das eigentlich nicht verpassen als pädagogische Fachkräfte, etwas entgegenzuhalten und was anzubieten. Und wenn, also ich stelle mir gerade vor, du sagtest, und wenn mir die Jugendlichen diesen Film komplett zerlegen, dann ist es aber eigentlich, wenn wir uns überlegen, man schaut den Film zusammen und danach zerlegen die den 1,5 Stunden. Was für Kraft steckt da drin? Also, weil wie viel erfährst du? Wie viel erfahren sie über sich als Gruppe, als Einzelne? Weil dann in dem Zerlegen kommt so viel raus, wo du sagen kannst, okay, da kann ich andocken, da kann ich nochmal schauen, hier kann ich was anbieten. Aber ohne das Entgegenhalten gibt es kein Zerlegen und dann auch kein quasi diese Begegnung. Deswegen finde ich das nochmal wirklich sehr, sehr ja, gut und wichtig. Auch so ein bisschen wie so ein Plädoyer verstehe ich dich dabei zu sagen, wir müssen da rein, wir können da nicht rausgehen. Also auch diese, das war auch im Publikumsgespräch kurz angesprochen, so pädagogische Fachkräfte, die zu Gaming und Social Media eine sehr ablehnende Haltung haben. Und dadurch auch sich ganz viel verwehren. Also das Ablehnen, vielleicht auch klassistisch das Betrachten, und dadurch verpassen mögliche Andockpunkte für pädagogische Beziehungsarbeit. Das habe ich gerade dazu noch im Kopf. Und an dich, Bupana, hätte ich auch noch mal die Frage, also ne, Puma-Fokus, Antifeminismus, was für Strategien da genutzt werden. Und du hast ja auch Erfahrung in deiner eigenen Arbeit im King's Corner, in den Freiberuflichkeiten, die du machst, aber auch, du warst ja in unterschiedlichen Medienformaten auch schon als Gästin anwesend. Woran merkst du, wenn du in einem feministisch ausgerichteten Format eingeladen bist? Wo kannst du dann sagen, wenn du abends wieder zu Hause bist, ja, das war irgendwie feministisch, das war intersektional ausgerichtet, da haben die sich gut, das haben die gut vorbereitet, zum Beispiel. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, wer sind die Menschen, die an dem Format arbeiten? So, ne? Und ich würde nicht mal sagen, dass es Menschen sind, die sich in der Tiefe mit Feminismus auseinandersetzen müssen auf eine theoretische Basis, aber eher dieses Wissen auch von, wie können wir einfach solidarisch miteinander sein? Oder wie kann ich Arbeit so schaffen, dass wir
Flinterpersonen zum Beispiel gut solidarisch begleiten können in unserem Format so, ne? Und das sei es dabei, dass Menschen irgendwie sich darum kümmern, dass wir uns wohlfühlen mit den Inhalten, die besprochen werden, dass Menschen sich darum kümmern, dass man gut überhaupt zum Format kommt und wieder zurückkommt, ne, dass solche Dinge vor Ort da sind wie Verpflegungen. Ich war schon tatsächlich bei Produktionen, wo es wirklich mega heiß war vom Wetter her. Und dann noch nicht mal so ein Mindestmaß an Verpflegung da war, wo ich mir irgendwie dachte, ich komme aus einer Kultur, da ist Verpflegung einfach etwas, so ein Ausdruck auch von Respekt und von Gastfreundlichkeit und dass ich gerne möchte, dass du diesen Raum und dieses alles mit mir irgendwie gestaltet so. Und es muss ja auch nicht ein krasses Catering sein, aber halt diese Gesten mitzudenken und Karen, in diesem Hinblick finde ich halt zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Anderer Punkt ist auch, wie gut fühle ich mich vor der Kamera, weil Menschen beispielsweise daran gedacht haben, dass die Art und Weise, wie meine Haare gestylt werden, anders sind als ne, viele Stylisten irgendwie in ihrer Ausbildung gelernt haben. So, oder gerade auch ich als mehrgewichtige Person, was wird angeboten an Klamottenmöglichkeiten so, ne? Also gibt es eine Person, die sich auch mit Körper als ja, als Projektionsfläche für bestimmte Dinge auseinandersetzt und entsprechend auch schaut, inwiefern kann das irgendwie für mich irgendwie ja, sich gut gestalten so. Und da muss ich sagen, fand ich die Produktion damals auch bei Feministin What the Fuck sehr, sehr aufmerksam auch, weil halt all diese Punkte total mitgedacht worden sind. Es wurde mitgedacht, wie können wir gut produzieren, auch im Hinblick auf Corona und auch wie sicher können wir das Set auch gestalten im Hinblick auf Corona. Ich glaube, manchmal sieht, also manche sehen das, glaube ich, aber viele wissen zum Beispiel auch nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt von der Produktion schwanger war. Das heißt, das war auch nochmal ein anderer Faktor, inwiefern wird achtsam damit umgegangen, dass eine schwangere Person am Set ist. Inwiefern können wir das so gestalten in Form von Pausen oder ne, was braucht die Person, um einfach gut da sein zu können? Unabhängig davon, dass wir diesen Druck natürlich am Filmset haben, Dinge zu produzieren und auch die Zeit natürlich immer auch als Faktor irgendwie mitspielt, aber dass genau Produktion sich nicht zu sehr von diesen ja, von diesen Aspekten begrenzen lassen, sondern auch schauen, wie kann das alles irgendwie menschlich gestaltet werden. Und ich glaube, das schaffen leider nicht immer alle Produktionen so gut tatsächlich. Und andererseits ist es halt einfach auch, es ist nicht schwierig heutzutage, diese Dinge mitzudenken, ne? Gerade auch wenn wir überlegen, dass halt so ein Film wie Feminism What the Fuck ja auch nur entstehen konnte, weil es auch Filmförderung gab zum Beispiel, ne? Und trotzdem halt in diesem kleinen Rahmen, wie er bestehen kann oder bestehen konnte, entstehen konnte, diese Dinge trotzdem mitgedacht werden, sondern wie oft es halt Produktionen gibt, wo sehr viel Geld reinfließt und all diese Aspekte nicht so mitgedacht werden. Und ich bin gerade gedanklich auch, schlage ich so eine Brücke zu Veranstaltungen, die wir für junge Menschen planen, zum Beispiel. Also zu überlegen, wie sind die Räumlichkeiten gestaltet, wenn hier jetzt junge Menschen reinkommen, was kriegen sie für Werte vermittelt, Vorbilder angeboten, Gastfreundlichkeit, also fühlen die sich hier willkommen? Gibt es die Möglichkeit, wissen die, wo sie was zu essen kriegen könnten, was zu trinken kriegen könnten? Ich weiß ich nicht, habe ich gerade, als ich dir zugehört habe, auch gedacht, also wie sozusagen heißen wir
als Fachkräfte Menschen, für die wir einen Schutzauftrag haben, wo wir Bildungsaufträge haben. Wir kommen und sorgen dafür, dass sie in einer Atmosphäre sein können, wo überhaupt erstmal sozusagen die Grundlage gelegt werden kann. Und hier kann ich jetzt auch sprechen, hier kann ich jetzt den Film zerlegen mit den anderen. So, und auch für pädagogische Fachkräfte, die unter auch ja sehr schweren Bedingungen arbeiten, ne? Also wenn wir uns angucken, die ReferentInnenentwürfe, wenn wir schauen, wo gekürzt wird, etc., das ist schweres Arbeiten für pädagogische Fachkräfte. Und wie muss ein Setting sein, das gesagt werden kann, jetzt kann ich mich auf eine Fortbildung hier einlassen. Was brauche ich auch dafür? Da denke ich gerade, bin ich so von deinem Filmset irgendwie in die anderen, auch in diese pädagogischen Lernräume, die wir anbieten. Ja, So und ich finde es bewandert. gleich auch als Ergänzung dazu nochmal wichtig, nicht nur, wie kann ich im Setting selber sein, sondern auch, inwiefern wurde ich mit einbezogen, auch in der Vorbereitung. Ne? Oder ne, ich finde es auch manchmal interessant, wenn dann KollegInnen zum Beispiel Formate für junge Leute entwerfen und mitdenken, aber in der Konzipierung sind junge Leute gar nicht involviert worden und gar nicht gefragt worden. Und dann ist halt die Verwunderung sehr groß, dass dann entsprechend ein Format nicht so resoniert mit jungen Leuten, weil einfach bestimmte Perspektiven und Ansätze oder ne, Ästhetiken, Sprachen, die sie dann mitbringen, gar nicht abgebildet werden. So, das wäre bei mir selber, wenn ich dann Zielgruppe wäre, natürlich auch nicht anders, weil ich möchte ja auch irgendwie angesprochen werden von einem Raum, wo ich mich ja wirklich freiwillig hinbegebe oder ne, wo ich auch ja, mich öffne oder bereit wäre, was reinzustecken. Das ist so eine Ebene. Und die andere ist auch, dass wir auch die Settings so dynamisch denken müssen, in der Form, dass es Platz gibt, einfach, dass es diese Auseinandersetzung auch geben kann. Ne? Also wie oft haben wir auch Settings, wo Menschen eingeladen werden, zum Beispiel zu einem Gespräch und eigentlich gewünscht wird, dass das Publikum mit involviert wird. Und dann gibt es aber nur 15 Minuten Austausch oder Fragerunde für das Publikum, ne? Wo ich auch finde, dass das so am ja, eigentlich am Gedanken oder am Ziel irgendwie vorbei ist. Und wir aber, glaube ich, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an, in unserer Praxis sehr oft an Grenzen kommen und auch an Strukturen kommen, die unser Tun begrenzen. Und ich finde auch, dass solche Faktoren wie Kürzungen im Haushalt oder Krankheitsfälle auch, ne, wo wir gerade, wenn wir über den sozialen Bereich sprechen, sehr, sehr große ja, Probleme, aber Ausdruck davon auf jeden Fall finden, ja, bis hin zu ja, so viele, viele Themen, die einfach dazukommen, die ganz realistisch und ganz, ja, ganz, ganz hart, also zum Teil auch unsere Arbeit beeinflussen und vielleicht auch dazu führen, dass wir gerade in der Konzipierung von Veranstaltungen vielleicht Dinge nicht umsetzen können oder letztendlich uns entscheiden dazu, Dinge nicht umzusetzen, weil diese Rahmen einfach nicht stimmen, so, ne? Und ich glaube auch, dass es im Hinblick darauf, was gerade auch so passiert in unserer Gesellschaft, das politische Klima und so weiter, wir auch viel mehr darüber reden müssten und uns mehr darüber austauschen müssten, welche Hürden es einfach gibt, ne? Und dass zum Beispiel auch gerade die Jugendlichen, also ich versuche gerade auch im Hinblick auf die Wahlen nächstes Jahr, sowohl die Bundestagswahl als auch die Kommunalwahlen hier in NRW, immer ganz offen auch mit den Jugendlichen zu sein und sagen, hey, gerade ist es okay, aber ich weiß ganz ehrlich nicht, wenn es nächstes Jahr eine andere Bundesregierung gibt,
weiß ich nicht, wie unsere Arbeit sich zukünftig weiter gestaltet, so, ne? Oder auch zu sagen, ganz offen, wenn es gerade irgendwie kritisch ist oder auch einfach sichtbar und spürbar zu machen, dass wir auch ja irgendwie unser Bestes tun, aber eben auch nicht immer also dass es nicht vielleicht immer dem entspricht, was unser eigener Anspruch ist oder wie es eigentlich gerne hätten für die Räume, die wir gestalten sollen. Und das, dass du das machst, ist, glaube ich, ein Riesengeschenk für junge Menschen, weil das ist ein wichtiges Signal zu hören. Wir können nicht immer unseren Ansprüchen gerecht werden. Manchmal ist die Situation schwierig, da wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Und ja, das macht was mit uns. Also das ist ja ein ganz wichtiges Signal für junge Menschen. Das sagen wir häufiger auch pädagogischen Fachkräften, die uns dann vielleicht fragen, ja, aber wie soll ich das denn jetzt machen in der Situation, wo was Rassistisches passiert? Ich brauche jetzt genau einen Fahrplan. Und ich habe häufig den Eindruck, es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich habe gerade gar keine Antwort darauf. Ich muss das selber noch verstehen. Wollen wir zusammen gucken, ob wir das verstehen? Sollen wir mal auf die Suche gehen? Aber ich gerade diese Situation, damit habe ich nicht gerechnet. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Da hat mich die Schule nicht drauf vorbereitet. Da hat mich meine Ausbildung nicht drauf vorbereitet. Ich weiß es nicht. Und das als Fachkraft, vor allem im pädagogischen Bereich, wo wir ja häufig sozusagen lernen, wir haben Lösungsangebote für unsere Zielgruppen, dass das Teil der pädagogischen Praxis ist, zu sagen, ich weiß das nicht, oder auch Fehler zu machen und dann zu zeigen, wie können wir damit umgehen. Das ist, glaube ich, zum einen als Vorbildfunktion ganz wichtig, aber auch, was du sagst, du machst damit ja auch politische Willensbildung oder Verständnis für Demokratie. Also wenn ein Ort, wo ich als junge Person gerne hingehe, in Gefahr ist, und ich merke, hier soll mir was weggenommen werden, was mir viel Sicherheit gibt, dann kann ich ja, kommt vielleicht die nächste Frage, kann ich was tun? Und vielleicht gibt es sogar eine Antwort und dann kann ich als junge Person das Gefühl von Selbstwirksamkeit bekommen. Von, ah, ich könnte was machen, anstatt, ich kann sowieso nichts machen, mir hat auch niemand was erzählt, ich wusste das nicht. Auf einmal kam ich am nächsten Montag zum King's Corner und da stand geschlossen wegen Kürzung. So, da denke ich gerade daran, dass ich das, ganz, ganz wunderbar finde von dir, dass du das transparent machst, weil da gehört ja auch Mut zu und mit Bedacht gewählte Worte trotzdem, um nicht in Panik zu versetzen. Absolut. Ja. Und gleichzeitig finde ich einfach, sind wir gesellschaftlich einfach an einem Punkt, wo es notwendig ist, tatsächlich. Also, ne, so ganz, ganz, ja, vielleicht auch platt gesagt, es gibt jetzt einfach schon auch viele Stellen, Orte, Jugendtreffs und so weiter, die es ohne eine vielleicht auch demokratiegefährdende Bundesregierung nächstes Jahr nicht mehr geben wird nächstes Jahr, ne? Gerade auch aufgrund der Kürzungen. Ich habe zum Beispiel von der Fachstelle Mehr als Queer gehört, die ja Ende des Jahres tatsächlich ja sehr überraschend ersatzlos einfach gekürzt werden sollen, ne? Und da hängen Realitäten dran, ne? Da sind Menschen, die ihren Job verlieren werden, aber vielmehr auch junge Menschen, die queer sind, die dort einen Ort gefunden haben, an dem sie so sein können, wie sie möchten, in dem sie so angesehen werden, wie sie möchten, in denen sie sich wohlfühlen, in denen sie sich angenommen fühlen, die haben diesen Ort dann nicht mehr, ne? Und das ist für so diese ganzen Menschen, die dann an den Machtpositionen sind und Entscheidungen fallen, vielleicht irgendeine Zahl, aber letztendlich wirklich für die Menschen, die es betrifft, hat das einfach unfassbar große Auswirkungen so, ne? Und auch da denke ich mir, wenn wir Dinge sichtbar machen, gibt es die Möglichkeit, dass Menschen sich einfach verbünden können, um einfach laut zu sein und irgendwie auch
darauf aufmerksam zu machen, dass Ungerechtigkeit an Stellen passieren, die wir uns als Gesellschaft einfach nicht leisten können, wenn wir uns die ganzen politischen Entwicklungen anschauen. Und das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. So. Und da finde ich einfach, ist es wichtig, jeden Menschen für all diese Prozesse und Dynamiken zu sensibilisieren, den wir dafür sensibilisieren können. So. Ja, du hast gerade nochmal über Sichtbarkeiten gesprochen und auch das ist ja immer wieder in einem Filmthema gewesen. Wenn es jetzt ein Feminism What the Funk Nummer 2 gäbe und du würdest gefragt werden, Bopana, ich suche jetzt Leute, die hier sprechen. Kannst du mir welche empfehlen, die diesmal hier die Bühne bekommen sollen, die gefehlt haben letztes Mal? Was würdest du sagen? Wer sollte dann dort sitzen? Ich glaube, mir fallen jetzt ganz viele konkrete Menschen mit Namen an. Aber ich glaube, ich würde es eher machen, einfach an Positionierungen, die gefehlt haben. Also ich glaube, an erster Stelle, und das ist mir dann, also ich weiß noch, als ich den gesehen habe, also wir haben ihn im, weiß gar nicht, wann das war, im 2023, Anfang 2023, es muss jetzt im Januar 2023 gewesen sein, war er fertig. Und wir haben dann alle einen Link bekommen, alle, die dran beteiligt waren, um ihn zu Hause zu schauen. Und ich habe ihn dann zusammen mit meinem Partner damals geschaut. Und eine der ersten Dinge war, wir reden halt über Feminismus, aber wir haben zum Beispiel keine Transfrauen in dem Film. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir so im Nachhinein also aufgefallen ist. Und was ich dann halt auch interessant fand, war, es gibt viele feministische Strömungen, die Transfrauen nicht inkludieren, so, ne? Also auch in diesem Kontext auf jeden Fall etwas, was definitiv gefehlt hat. Dann die Frage von Menschen mit Behinderung. Und da würde ich sagen, wir sehen Menschen natürlich nicht immer an, ob sie behindert werden oder nicht. Aber gerade auch die Sichtbarmachung von sichtbaren Behinderungen macht ja viel auch mit Repräsentation und da mit, an welche Sehgewohnheiten wir ja herangeführt werden oder nicht tatsächlich. In dem dieser Übung am Ende mit dem Schritt nach vorne gab es dann Menschen im Cast oder von den DarstellerInnen, die ja dann auch entsprechende Fragen zum Beispiel so beantwortet haben mit in Bezug auf Behinderung, aber auch noch mal eine Person zu haben, die aus so einer ExpertInnen Perspektive drüber spricht, wäre definitiv auch nochmal wichtig gewesen. Definitiv Menschen, die aus einer ArbeiterInnen Perspektive sprechen, weil auch da immer ja, es irgendwie spannend ist zu wissen oder zu sehen, wessens Wissen wird als so wertig angesehen, dass eine größeres Publikum davon hören kann oder nicht. Und wen schließen wir dadurch aus? Das hätte mir auf jeden Fall noch, also das hat mir auf jeden Fall noch gefehlt. Dann war ich ja die jüngste Person. Und das mit, wie alt war ich denn 2023? Mit 29? Also, ne, so, ich würde jetzt nicht sagen, dass 29 gerade jung ist, auch in Bezug darauf, dass ich eben mit Jugendlichen irgendwie arbeite. Also, ne, auch nochmal zu schauen, wo hätten wir nochmal generationsübergreifendere Perspektiven abbilden hätten können auch. Gerade auch, weil der Film ja auch in sehr, also schon auch in der Aufmachung sehr
top-feministisch zum Beispiel ist, auch in der Gestaltung, in der Farbgebung, in diesen Elementen, wo es auch um Tanz und Musik und alles geht, ne? So, und das sind ja auch Dinge, die beispielsweise ja auch, wenn ich glaube ich, wenn junge Leute sich das anschauen, noch etwas ist, was das so ansprechend machen würde, sich das auch anzuschauen, so. Genau, hat auf jeden Fall gefehlt auch, genau, und dann halt, ja, so, ja, also ich glaube, das sind so die Perspektiven, wo ich sagen würde, das hätte es noch mal anders geben müssen. Und da würde ich, wenn es einen zweiten Teil gibt, auf jeden Fall noch mal vorher auch checken, wird das abgebildet oder nicht? Und genau, möchte ich dann auch Teil davon sein oder kann ich das auch nach meiner Verantwortung, die ja die Teilnahme im ersten Teil mit sich bringt, auch mittragen tatsächlich? Ja, danke. Ich habe auch noch gedacht, es wäre wichtig gewesen, geflüchtete Perspektiven Absolut. nochmal zu hören in Ja. diesem Ja. Kontext, weil also Antifeminismus als eine Strategie Ja. eben ja auch da eine klare Zielgruppe Ja. hat. Ja. Antimuslimischer Rassismus hatte ich auch nochmal im Richtig. Kopf, also diese Sichtbarkeit auch Ja. durch Ja. Kopfbedeckung. Ja. Das habe ich nochmal gedacht, das wäre ganz wichtig gewesen, auch vor allem, wenn du sagst, das gerade, es ist so Pop. Feministisch, popkulturell ein bisschen aufgezogen. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, eigentlich die breite Masse zu erreichen darüber. Toll. Und wenn da dann aber, und dann sind wir wieder bei dem, was Maisha und du im Film gesagt haben, wenn da Körper fehlen, dann ist die Wahrnehmung, die dort geschaffen wird, dass diese Stimmen nicht relevant sind, dass diese Körper für diesen Diskurs nicht relevant sind. Und das, genau, das habe ich auch gerade nochmal gedacht. Ja. Und dann aber Ja. halt eben auch die Frage, es müsste ja trotzdem, also das Team müsste ja trotzdem auch anders aufgestellt sein, um dann auch diese Perspektiven überhaupt als notwendig zu sehen, ne? Weil, und das sagt, hat Katharina auch in unserem gemeinsamen Screening, also es gab eine Deutschland-Kinopremiere und die war in Köln. Und da bin ich damals hin. Und sie hatte dann eben auch gesagt, dass sie also viele Dinge auch anders jetzt machen würde oder sehen würde. Also auch gerade auch in Bezug auf Flinterperspektiven und entfernen, ne, müssen auch nochmal Perspektiven von non-binären und Transmenschen zum Beispiel abgebildet werden, wo sie dann auch sagte, und das fand ich auch irgendwie schön, dass sie da ehrlich war, dass sie, als der Film in der Konzipierung war, einfach sich nicht so intensiv mit diesen Perspektiven auseinandergesetzt hat. Und dass es etwas ist, was dann einfach letztendlich fehlt und wo sie aber dann halt auch mit dem Abstand dazu sich natürlich jetzt anders mit den Themen auseinandergesetzt hat, ja auch mit unterschiedlichen Protagonistinnen ja auch auf Tour war und sie auch sehr viel daraus gelernt hat irgendwie, ne? So, wie können Gespräche nochmal anders aussehen oder wie können nochmal Reflexionen aussehen auf den Film? Und so eine Diversität kann eben auch nur abgebildet werden, wenn man dann halt auch so ehrlich zu sich ist und dann sagt, okay, ich müsste eigentlich bestimmte Positionen einfach anders besetzen, um dann auch diese Diversität abbilden zu bekommen. Genau. Ja, und spannend, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal noch meinen zweiten Teil. Wie er dann aussieht, Knows. don't know, aber ne, ich glaube auch gerade solche Dinge sind ja immer dann auch noch mal eine Chance, vielleicht ja Lücken leerstellen, was auch immer irgendwie dann mitzudenken. Ja, und da sprichst du was Wichtiges an, auch finde ich, weil dieses, es ist ein Prozess und es gibt Momente, wo du einen bestimmten Wissensbestände abgreifen kannst. Und die sind aber 3 Jahre später natürlich verändert. Und es kann sein, dass also
wir machen Fehler, wir haben Wissenslücken, aber das heißt nicht, dass wir sozusagen an dem Punkt bleiben, wo wir heute sind, am 7. Oktober 2024. Heißt auch nicht, dass wir aus der Verantwortung rausgenommen werden, als pädagogische Fachkräfte uns weiter Wissen anzueignen und zu schauen, wo brauche ich noch was. Aber diese, ja, dass es Entwicklungen sein können und auch wieder im Kontext zu der pädagogischen Arbeit die Frage, wie ist mein Team aufgestellt, mit dem ich diesen Film produziere oder dieses Angebot anbiete. Und häufig ist es ja, dass gesagt wird, aber wir machen das für alle, aber die kommen alle gar nicht. Warum kommen die nicht? Und da muss ich daran auch denken, was du gerade beschrieben hast, ne? Könnte daraus ja auch zu sagen, spinnen. Ich habe den Film für alle gemacht, aber alle haben sich den gar nicht angeschaut, zu sagen. Genau, ja, wer weiß, was daraus noch kommt. Es gab die Frage im Film, in 100 Jahren, wo stehen wir mit dem Feminismus? Und die würde ich dir gerne auch noch stellen, aber ich bin zu ungeduldig für 100 Jahre. Das funktioniert mit mir, glaube ich, nicht, diese Frage. Deswegen würde ich jetzt dir die Frage stellen, wir treffen uns in einem Jahr wieder und wir unterhalten uns. Und worüber sprechen wir? Wow, ja. Ein Jahr ist ja nicht so ein großer Zeitraum. Wie gesagt, ich bin ungeduldig, Ja, aber du kannst genau. dich vielleicht an diesem Radioformat, Cosmo-Format oder so, Daily Good News oder so orientieren. Also, worüber unterhalten wir uns? Und darüber unterhalten wir uns. Also, ich habe ja damals im Film auch aufgrund dessen, dass ich dann auch schwanger war und das auch etwas war, was sehr, sehr, sehr aktuell damals für mich war, ja, damit geantwortet, dass ja, ich hoffe, dass mein Kind, meine Kinder ja, irgendwie in der Welt leben können, in denen sie frei sind und ne, so, ich weiß es nicht mehr im Wortlaut, aber in denen sie frei sind und so sein können, wie sie wollen. Und ich glaube, ich würde es ähnlich nochmal beantworten, aber ich glaube, dass jetzt gerade auch mit, auch ganz speziell mit dem Sohn, den ich Erziehe, auch für mich ganz konkret die Frage ist, wie schaffe ich, und das ist nicht als Druck oder irgendwie als etwas, was so zwanghaft ist, aber wie schaffe ich Strukturen, in denen er Feminismus als etwas versteht, die er dato als Cis-Mann anwenden kann, um mit anderen Menschen solidarisch zu sein. Und ne, in erster Stelle mit Flinter-Menschen, aber auch, wie kann er über Feminismus verstehen, dass wir viel mehr Feminismus brauchen in dieser Welt, die patriarchal aufgebaut ist und die dazu führt, dass wir vereinzelt sind und die dazu führt, dass wir letztendlich nur oder dazu gezwungen werden, an unser eigenes Wohlergehen zu denken. Und wie schaffe ich es, dass er über Feminismus versteht, dass wir nur bestehen können als Communities und als Menschen, wenn wir diese Strukturen irgendwie aufbrechen. So. Und wie schaffe ich das gut zu vermitteln? Etwas, was nicht nur
Frauenthemen sind, weil ich finde es auch immer sehr schwierig, wenn Leute Feminismus gleich Frauenthemen irgendwie labeln und er das dann so als etwas versteht, was dann vielleicht dann letztendlich nervig sein kann, weil die Mama irgendwie ständig davon redet und dazu arbeitet, sondern als Praxis, die sein Leben irgendwie beeinflussen kann und vielleicht auch sein Miteinander mit anderen Menschen positiv und solidarisch gestalten kann, so. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall nächstes Jahr immer noch ein Thema, aber definitiv auch ein Anliegen, was sich so die nächsten Jahre mich auf jeden Fall begleiten wird, so, ne? Und gerade auch, ich meine, ne, Eltern wissen das, Kinder gehen irgendwann mal von diesem Space, den wir sehr bedacht für sie gestalten, in andere Räume rein, wo es andere Herausforderungen gibt, ne? So, wo es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt. Und ich bin ein sehr großer Fan davon, dass nicht nur so die Kernfamilie als das Oberste angesehen wird, so. Aber ne, gleichzeitig ja auch einfach andere Herausforderungen da sind, gleichzeitig andere Einflüsse da sind, gleichzeitig andere Diskussionen, auch wenn es um Feminismus oder diskriminierungssensible, rassismuskritische Arbeit geht. So, ne? Das sind alles Dinge, die ich in meiner Arbeit mit jungen Menschen und ihren Familien, so die vergangen, also die vergangenen 10 Jahre irgendwie immer wieder mitbekommen habe und das irgendwie dann nochmal so jetzt auch nochmal damit sich auseinanderzusetzen mit einem eigenen Kind, ist auf jeden Fall sehr spannend, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir bei den Jüngsten anfangen, so, und dass wir nicht in diese Falle tappen von Adultismus und davon ausgehen, dass wir alles fernhalten können an Einflüssen von unseren Kindern, weil sowieso irgendwo ploppt das halt auf irgendwie, ne? Und genau, das ist, glaube ich, gerade so ein großes Thema und auch etwas, womit ich mich so intensiver auch auseinandersetzen werde, definitiv. Dann laden wir dich jetzt schon ganz herzlich ein. Ja. 12. Okay. Mai 2025, Ja. Huma-Fachtagung zum Thema Adultismus. Okay, ich bin auf jeden Fall dabei. Genau, save the date, Ja. weil du jetzt diese schöne Vorlage mir gegeben hast, quasi. Ja, mit Blick auf die Zeit und Ja. mein Eindruck, dass heute die Zuhörenden vor allem es sehr genossen haben, einfach dir zuhören zu können und gar nicht so ein großer, genau, Bedarf war, da eine großartige Diskussion zu gehen, sondern es ist einfach wirklich sehr schön war, dass du jetzt heute nochmal dein Wissen geteilt hast mit uns. Würde ich jetzt zu einem Abschluss kommen. Und deshalb, liebe Wupana, vielen Dank fürs Teilen deines Wissens, für nochmal deinen Blick auf den Film, deinen Blick aus der Praxis, für die Praxis. Wir freuen uns auf alles, was von dir noch kommt. Und freuen uns auch, dass die jungen Leute in Aachen einen Ort haben wie den King's Corner. Ja. Und wir wünschen, oder jetzt wünsche ich euch allen auch, die hier sind, einen schönen Abend. Kommt gut vom Computer dahin, wo ihr jetzt hingehen wollt.